Folge 18, Homeworld. Das alles alle. Kark. Alles alle, wir haben alles abgebaut. Hier Beweisstück A. Ihr seht hier keine Ressourcendreiecke mehr. Ihr seht hier nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben in der Zeit jetzt so ein bisschen aufgeräumt hier. Hier kamen immer mal gegnerische Einheiten. Ja, aber... wissen Sie, wir haben 34.600 Ressourcen. Und die Sakala hat wirklich uns ordentlich geholfen. Ja, indem sie sich rausgehalten hat aus allem Ärger. So, ich fahre jetzt mit der Capisi mal ein Stückchen vor. Wir machen mal das hier weg, machen das da an. Und sind überhitzt. Warum? Da sind wir auch überhitzt. Warum? Na gut, dann machen wir die an. So hoch geht, Dennis. Das ging ja problemlos, wie wir gelernt haben. Jetzt haben wir Energie und können sie nicht nutzen. Ja. Na gut, vielleicht ist ja nächstes Mal kühler. Wir müssen jetzt nochmal... Ach, haben wir vielleicht so wenig im Wasser? Weil wir so viel Kühlung... Nee, ich glaube, so hängt das nicht zusammen. Ich glaube einfach nur... andersrum. Weil wir so wenig Wasser haben, ist die Kühlung dann einfach schlechter. Ah, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt einfach 48 Grad Celsius waren bei der Mission. Bei der letzten waren es 43 Grad. Und das sind einfach Unterschiede, die man beachten muss. Deswegen geben sie die Temperatur auch an. Das ist nicht nur ein Gag, sondern es ist tatsächlich, dass du weißt, wie viel Energie du wahrscheinlich zur Verfügung hast in der Mission. Okay. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es zusammenhängt. So, komm, kleines Stückchen noch. Ach, die kann doch nichts. So, können wir die Armee mal hinterher schicken. Die können sich dahinter stellen und sie vor allen Dingen heilen und reparieren und so. Wer? Was? Bitte nicht alle durcheinander. Nacheinander, hat, Leute. Hat jeder seinen einzelnen Kanal. Ja. Ah, guck mal, da hinten kommen nochmal die Freunde. Ach, jetzt kommen sie an. Ja, jetzt kommen sie angeschissen mit 3 Panzern. Ja. Mit einer Raygun und 2 Panzer. Wir haben alles gegeben. Ja, toll habt ihr das gemacht. Los, ganz Rachel, toll. Hier hast du noch eine letzte Chance. So, komm, wir machen jetzt mal hier... Das Artilleriefahrzeug. Ich weiß nicht, ob sie das kriegt. Das haut doch jetzt wieder ab, wenn ich dahin fahre. Ich versuch's nochmal, das zu übernehmen, hacken. Da. Trägerschiff übernehmen geht wahrscheinlich nicht, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja. Das wäre das absolut geilste. Das wäre der Hammer, wenn wir irgendwann 3 so eine Dinger hätten. Und alle so stark wie die Capisi. So, komm. Jo. Und jetzt wird sie von der Zunder... Nein, das passiert nicht. Es läuft! So. Greifen jetzt mal alle das Trägerschiff an. Wer schießt drauf? Alle anderen. Sinus? Was soll ich denn machen? Ich kann ja jetzt nicht jede Einheit hier, die drauf schießt, kaputt machen. Es ist kaputt. Naja, was soll man machen? Sie sind in unserem Magen gestorben. Ja, die waren schon unter uns. Das wäre doch viel besser, wenn die nicht mehr getroffen werden könnten dann, wenn sie, sobald sie unter dem Schutz sind. Oh, jetzt gehst du aber auch ordentlich rauf, ne? Ja, ist nicht so schlimm. So, jetzt kommt, Leute... Du hast auch gar kein Flugzeug benutzt gerade, ne? Das ist richtig. Okay. Das ist ein Grund? Für Koordinationsschwierigkeiten. Ach so. Oh, wir haben gerade einen Begleitcruiser verloren. Naja, mein Gott. Der war eh so lahm. Dafür haben wir knapp 20.000 Ressourcen in der Mission gesammelt. Das ist schon okay. Oh, da fliegt was. In die Luft. Nee, da flog wirklich was. Let's move to open ground and get out of this canyon. Bring engines to full. Nee, das war der Canyon. Das war jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nee, ich hatte mit schlimmerer Falle Ja, ich hab's auch mir enger vorgestellt. 43 Grad Celsius, ne? Captain Roman war gar nicht so heiß. Expedition Carrier Capisi. Weiß ja nicht, wie heiß die letzte Mission war. Vielleicht waren es auch nur 39 Grad oder so. Jetzt erreichte Höchstwerte. Mashad, the Sakala Captain, seems to have an agenda all of his own. He knows more than he's willing to share, I'm sure of it. Unfortunately, Und warum hätten wir nicht mit, wenn Flugzeuge hierher kommen, um uns Nachschub zu liefern, warum können die dann nicht zur Anomalie fliegen? Nein, wir können mit den Adlern keinen Ring in den Vulkan werfen. Natürlich. Ich will nicht sagen, dass es in meiner Wohnung heiß ist, aber eben waren 2 Hobbits da und haben versucht, einen Ring hier reinzuschmeißen. Without it, we will not be able to complete our expedition. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, die Expedition, die kostet wahrscheinlich in unserer Welt Milliarden, dieses ganze Unterfangen. Da können sie ja wohl mal ein paar Nachschub. Ja, da können sie ja wohl mal ein paar Nachschub-Einheiten bringen, also ganz ehrlich. So, wir gehen direkt weiter zur nächsten Mission. Ich verstehe diese Nachschub-Einheiten eh nicht. Inwiefern? Naja, ich meine,
die Capisi und die Scala sind schon ein bisschen sehr groß. Mhm. Da kann man auch ein bisschen größeren Tank reinmachen. Ich meine, was kommt denn jetzt nach, was uns nachspringt? Noch so ein Sixpack an Wasserflaschen. Man muss jetzt dazu sagen, wir fahren jetzt auch schon seit ein, zwei Monaten durch die Wüste mit 1000 Leuten an Bord. Mhm. Da ist dann Wasser und so, wird dann auch schon mal irgendwann alle. Ja, aber ich meine, was kommt denn danach? Naja, vielleicht sind das ja sehr groß. Du hast doch diese Flugzeuge gleich am Anfang der ersten Mission gesehen. Diese riesen Dinger, die waren ja halb so groß wie die Capisi. Vielleicht kommt ja so eins. Mhm. Stand er auf diesem Flugplatz. Als Deko natürlich nur, aber. Oh, Traumland. That's not all. Having decrypted the Gaussian base data, I found a message from my brother embedded in the code. Plötzlich und unerwartet. Ja, okay. Der war also auch in dieser Basis, wo sie drin war. Natürlich. Du bist Gefangener. Was hast du für einen Plan? Moment, sie soll bereit sein, wenn sie kommt, um dich zu befreien? Mhm. Na, für die mögliche Auslösung einer riesigen Waffe, ja, sollte man sich vorbereiten. With no other choice but to resupply, we need to rendezvous with the coalition landers inbound from Tyr. Surrounded by desert, the only place they can set down is the Kashar Plateau, located here. Sieht schon aus wie eine Landebahn. Locked in. Okay, dann treffen wir uns jetzt mit unseren Nachschubflugzeugen oder was auch immer das für Fahrzeuge sind. Ja, es sieht wirklich aus wie eine Landebahn. Eine natürliche Landebahn da in der Mitte. Sehr nett. Oh, die wissen aber auch, dass wir kommen. Aber, pfff, come on. Das ist doch nur irgendein Kreuzer, den können wir doch locker übernehmen. Oh, warte kurz. Das mit dem fehlenden Anti-Aliasing mal. Ja. Dann krisselt es halt mal ein bisschen. Für die Schatten, ne? Das ist echt heftig. Alter, die wollen echt nicht, dass wir Nachschub kriegen, oder? Nein, nicht wirklich. Aber wo haben sie es her, die Information? Das ist die alles Frage. Auf Rädern, bloß ja. Einzelne Angriffskreuzer. Ja, es war schlau von uns, den zu übernehmen. Inbound, which means we need to secure that plateau. There are multiple access points. All units prepare to engage the enemy and take the high ground. Okay, ja, wir müssen hier vorher trotzdem immer erstmal die Türme ausschalten. Okay. Ich speichere mal am Anfang der Mission kurz. Wir haben auch noch Panzerungen, die wir erforschen können. Ah, sehr gut. Ich schreibe gerade nicht. Schade. Speichern. Speicher. So, jetzt gucken wir erstmal kurz. Also, was haben wir? Wir haben Energie relativ wenig. Ich glaube, es ist wieder ziemlich heiß. Warum haben wir... War das nicht... Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir kommen. Ja, also es ist noch wärmer als letztes Mal. Da stand ja auch Hitze erreicht Höchstwerte. Schön. Ich mag es warm und kuschelig. Das ist natürlich nett. Wir finden ein Artefakt, was uns so viel Energie gibt, dass wir alles opfern können. Übrigens ist es so heiß, kannst du es nicht benutzen. Nee. Verarsche. Voll die Verarsche. Also was das erhöht den Schaden von gepanzerten Fahrzeugen. Nehmen wir sofort. Einfach alles mitnehmen. Kurz gucken, wovon haben wir von den Kleinen wieder nur noch relativ wenig. Von den Railguns. Wir sollten Line of Fire. Okay, fahrt mal zurück. Vermeiden. Ja. Den Satz noch genau, beende Sätze, das ist wichtig. Oh! Was? Jetzt können wir viel taktischen Schaden. Begleitungsaufrüstung von Rachel, Railgun-Reichweite. Oh Gott, was ist denn da alles dazugekommen? Sag du mal, was ich machen soll. Was ist ein Stoßfeuer? Stoßfeuer zu einer ausführenden Erhöhung der Feuerrate. Also ein bisschen. Ja, nee, aber die sterben sowieso mal als erstes. Genau. Was macht das? Verringert die Rohstoffkosten aller Begleiteinheitsfähigkeiten. Also vielleicht auch dieses Hacken und so. Ja, aber es ist ganz schön teuer. Ja, ist ganz schön teuer. Lenkwaffenschaden? Von der KPC. Ja, gut, aber das ist auch nicht so oft. Ultra teuer. EMP-Patron für die Begleitkreuzer? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, weil die sind so langsam und sind Schlachtkreuzer, Bombenlast. Wir haben noch also gar keine Schlachtkreuzer. Also erstmal würde ich Raygun-Reichweite erhöhen. Raygun-Reichweite ist eine sehr gute Idee. Das gibt's auch im Artillerie-Kreuzer, Multiplayer. Artilleriekreuzer, EMP-Sperrfeuerfähigkeit. Okay, das machen wir dann als nächstes. Ja, erstmal was. Also alles, was hauptsächlich oranges Zeug kostet, ist nicht so schlimm. Puls mit Radius von 500, alle Ziele 45 Sekunden lang, Dings. Ja. Hm. Ja. Hm. Ja.
Ja, also ich würde vielleicht die Flugzeugsachen, weil wir die auf jeden Fall viel benutzen. Was ist das? Schwerer Turm. So. Da musst du wieder den EMP an den anderen Turm machen. Ja, oder ich schieß einfach auf den. Oder so. Willst du den hacken? Rachel. Rachel. Komm. Rachel, jetzt mal echt. Komm, braves Baby, braves Mäuschen. Jetzt müsste sie doch langsam schießen können. Ja, okay, wir haben ihn. Jetzt komm zurück. Komm zurück. Echt, es ist eine voll offene Sanddüne. Und sie braucht trotzdem eine Dreipunktwendung, um umzudrehen. Nun ja, weißt ja, was man sagt über Frauen am Steuer. Was denn? Sie sind hervorragend und mindestens so effizient wie ihre männlichen Fahrkollegen. Ja, ach so, das habe ich gehört. Das sagt man über Frauen am Steuer. Nun. So. Wir wollen ja keine Zuschauer vergrauen. So. Ja, das ist doch jetzt nicht schlimm. Das ist ein so ein scheiß Turm. Was kann der denn schon groß machen? Den machen wir jetzt kaputt. Das ist der Kontrollturm. Was ist eine Angriffskreuzerproduktion? Diese klingt ja ganz interessant. Schlachtkreuzerproduktion oder Angriffskreuzer? Why not both? Stark gegen. Why not both? Wir fangen mal oben an. Du hast ja recht. Oh, Schlachtkreuzer, das freut mich groß. Das finde ich sehr gut, ja, ich mag das auch. So, wir lassen mal unseren einen. Wir brauchen mal noch einen zweiten Begleitkreuzer. Ich fand das sehr praktisch, dass wir zwei hatten. Ja. Einer ist ja zerstört worden eben. Wie viel von den Ressourcensammlern hast du? Immer noch fünf? Sechs hatten wir, glaube ich. Ja, sechs Stück. Okay. Da ist nichts kaputt gegangen. Das ist gut. Okay. Die habt alles aufgesammelt. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal hier rüberfahren und die sammeln. Das ist das. Passt. Der fährt dahin. Der repariert. Ne? Hatte die noch ausgewählt. Der repariert. Bleibt mal hier stehen. Wer hat ihn gerade nach oben geschossen? Ich weiß nicht. Hier, die Raygun. Die zielt zumindest in die Richtung. Okay. Die hat eine ganz schöne Reichweite bis da oben. Ja, haben wir die Reichweite verbessert, ne? Wir haben die Reichweite, stimmt. Ist korrekt. Wir können ja mal die Railguns nehmen und mal probieren. Die müsst ihr von hier aus eigentlich darauf dann schießen können, wenn sie Sichtlinie haben. Ja. Die treffen halt nur nicht immer, ne? Das ist halt das Problem. Da kommt jetzt aber oben was an. Die werden sich ganz schön freuen. Ja, stelle ich mal her. Genau. Das geht direkt noch weiter hier. Deswegen haben wir so viel Kohle bekommen, weil es jetzt jede Menge Shit zum Upgraden gibt. Aber hallo, es lohnt sich jetzt richtig. Command Carrier taking fire, ist nicht so schlimm. Wird repariert. Wie viel kostet denn das Hacken von Rachel? Das Hackern. Das Hackern. Wir gucken. 100, kostet 75 blaue. Okay, und Minen kostet ja auch was, oder? Minen, das hier? Auch 50. 50, aber wir hatten ja noch hier diese Minen, die diese anderen legen konnten. Wir waren ja, Space die, Runner, oder? Nee, die konnten, nee, doch, die konnten Minen legen. 50 auch. Nee, aber das waren so eine die waren Ernährungsminen. Aber, ja, also genau. Das waren die guten. Ja, das waren die guten. Ja. Nee, ich hab... dreh den mal. Hallo. Wegen dem Begleitaufrüstung. Ja. Dass es weniger kostet. Aber wir benutzen Rachel auch so gut wie nicht. Weil ich sie dafür, scheiße ja. ist. Weil sie sich immer echt ewig rumkröselt, bis mal was passiert. So, wir lassen jetzt einfach mal hier hinten die Zugänge. Da könnte vielleicht ein Artefakt drin sein. Da hinten, ja, aber das ist ja nah bei der Landebahn. Also ich würde jetzt erstmal hier mittig mich durchbewegen so, und dann auch, vielleicht auch hier rechts sind auch welche. Ah, okay. So, die Capisi wird repariert, läuft. Das ist gut. Wie wär's damit, wenn ihr schon mal die da versucht anzugreifen? Die Capisi fährt nochmal dran davor. Schlachtkreuzer, indirekte Feuerfähigkeit. Wo siehst du's? Schlachtkreuzer kann über Hindernisse wegziehen, verringert die Feuerrate, erhöht die Minimalreichweite. Schlachtkreuzer Bombenlast vergrößert den Wirkungsbereich der Primärwaffe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weil die Primärwaffe wird ein Fahrzeug sicherlich oft benutzen. Glaubst du? Ja. Denn sie ist primär. So, dann ist jetzt mal Schlachtkreuzerzeit und schwergepanzert mit einer schweren Kanone stark gegen Bodenziele und das sind stark gegen. Ich baue jetzt mal einen erstmal von beiden. Genau. Dann sehen wir, wer besser ist. Und bauen dann vielleicht noch einen zweiten. Wir binden die dann zusammen, geben ihnen ein Messer in die Hand und dann in der Arena wird ausgefochten. Fight! Let them fight! Würden sie bei Godzilla sagen. Ja. So, ihr fährt weiter hier unsere beiden Großkampfschiffe, Ehrenwache und der andere, Produktionskreuzer. Detected atop the plateau. Visual
Ne? Auf dem Plateau stehen Kreuzer. Gut, das wussten wir ja schon aus der Zwischensequenz am Anfang. Was? Da war eine Zwischensequenz? Oh yeah. So, Rachel. Tu, was du nicht tun... Ja, hier, so. Jetzt holen wir uns erstmal das Artefakt. Ja. Oh, Dreherschütteln da auch. Ja, alles, aber es wird geheilt. Alles gut. Nein. Doch. Also, ja, es wird geheilt, aber nein, es ist nicht alles gut. Ja, was soll denn da jetzt bloß passieren? Ich meine, da machen die halt nochmal 5% Schaden, aber... So, kümmere ich mich jetzt nicht drum. Okay. Aber jetzt hier... Wir haben jetzt hier zwei Begleitkreuzer, die das heilen können. Das ist doch okay. So, es geht doch jetzt hier relativ flux wieder hoch. Gucken wir mal. Eins. Brauchen wir wieder vier Stück. Wie so oft im Leben braucht man vier und nicht drei. Toll. Nintendo hat mir nur Lügen gelernt. Ja. Ich habe das immer anders verstanden. Boom, und wir haben gefragt. Sehr gut. So, Rachel. Du machst das top. Kühlschrank, bitte. Ja. Ich hätte so gerne einen Kühlschrank jetzt. Das wäre gut. Oder es gibt nochmal 10 Energie. Die finde ich gut. Alter, Raygun Schaden können wir noch machen. Nimm's. Nehmen wir direkt. So. Ja, das ist halt das Problem mit neuen Sachen, die man produzieren kann, sind auch mehr Upgrades dazu gekommen. Ja. Klar, aber ich meine, ist jetzt auch nicht so wild. Besser sein ist immer gut. So, komm, du willst es doch zurückbringen. Nee, sie will gerade erst heilen. Ja, ist ja auch okay, ist ja auch ein bisschen beschädigt. Und Waffenfahrzeuglogistikeffizienz. Das sind auch Wörter. Reduziert die Flottenversorgungskosten von Kampffahrzeugen um 1. Kampffahrzeuge? Nee, wir hatten das von Begleitfahrzeugen oder so. Nee, aber es war doch 2 da drüber. Wir waren bitte nochmal auf der Artefakt. Ja. Ist ja vielleicht. Da. Drunter? Kampffahrzeugproduktionseffizienz. Nee, ist Produktionseffizienz. Reduziert die Bauzeit. Ah, okay. Und das ist jetzt die. Logistikeffizienz. Genau. Okay. Versorgung. Wir haben jetzt auch nur. Ach, wir können das Doppelte an Einheiten bauen, ey. Ui. Vielleicht bauen wir einfach nochmal. Irgendwie 2 von den Sachen. Also einfach schlagkräftige Armee. So. So, was haben wir noch? Gucken wir mal. Wir haben Kampfjägergeschwindigkeit. Ja, mach mal die schnell. Ich mache jetzt mal die Flugzeugsachen. Genau. Weil dann, die Flugzeuge brauchen wir. Wenn sie schneller sind, kriegen sie auch nicht so viel Schaden. Stimmt. Und sind schneller irgendwo. Sind schneller wieder weg. Rachel kann ja mal hier rüberfahren mit einer... Und dann machen wir mit Flugzeugen mal die Türme hier drüben kaputt. Dann können wir zu dem Artefakt vielleicht. Nehme ich auch Abwehr? Was? Sind die Geschütztürme nicht auch... Ja, ja, deswegen mache ich es aber erstmal mit Hacken hier, so, nee, so. Mit EMP hier das aus, dachte ich es. Okay. Kann ja mal noch hier ein bisschen Armee mitschicken, damit sie hier nicht so alleine ist. Die gehen nur kaputt. Ja, so ein bisschen wenigstens. Das ist doch nur Rachel. Ist ja nicht wichtig, ist ja nur der Hauptcharakter des Spiels. Ja. Nee, Kapi ist... Können auch den Angriffskreuzer mitschicken. Kannst du jetzt schon hacken? EMP schicken? Das war doch relativ weit. Das war relativ weit, das stimmt. Gucken. Naja, aber doch nicht so weit. Ja, geht kleiner drauf. Aber wir können den hacken hier. Warum nicht? Und da fliegt die EMP. Okay. So. Machen wir das Ding kaputt. Haben gleich noch einen Kreuzer mitgenommen. Ist eine gute Ausbeute. Kann man machen. So, dann, wenn wir da drüben... Oh, fuck. Was ist da los? Ich sagte, oh, fuck. Und in dem Moment war alles schon gegessen. So, wenn das hier abgebaut ist, dann würde ich sagen, ziehen wir mit der Armee in die Richtung zum nächsten Artefakt weiter. Okay, nicht nach rechts. Ich würde hier, hingehen, weil hier, genau, weil hier sind nämlich noch 2 Artefakt-Dinger. Das klingt... Und dann können wir, wenn wir uns hier positionieren mittig, dann können wir sozusagen nach unten und oben das alles ein bisschen besser decken. Fährst du mit der Kapise schon? Nee. Mach ich jetzt. Schicken wir alles außer die Rohstoffhansel, wobei die sind auch fertig. Wir können dann auch schon mal hier in die. Die kannst du schon mal auf die Mitte schicken. Wieso fährt denn die außen rum? Die kommt da nicht durch wegen des des Wachs. Das ist nicht so schlimm. Die hat ja hier ihre Großkampfschiffe dabei. So, Dennis, was nehmen wir denn als nächstes? Was nehmen wir als nächstes? Das ist eine sehr gute Frage. Lenkwaffenschaden brauchen wir nicht. Begleitkürzer eben. Geschützturm, ach nee, ist nur von dem Base Runner. Artilleriekreuzer. Selbstreparatur von Schlachtkreuzern. Die nehmen wir sofort. Ja, Selbstreparatur finde ich immer gut. That is always a good idea. Die
Die warten da oben aber auch irgendwie, ne? Ja, die probieren die ganze Zeit schon auf uns zu schießen. Na gut, ich bleib jetzt erstmal hier unten stehen. Kannst du indirekte Feuerfähigkeit machen? Wenn wir hier nämlich rüberschießen können, wäre das natürlich super gut. Ja, gut, kann ich ja, aber nur mit denen hier, die sich nicht bewegen. Warte mal, welcher hat denn das nochmal? Nicht der Ehrenwache-Kreuzer, der Schlachtkreuzer, glaube ich, oder? Ja, das ist der, würde ich sagen. Ja, indirektes Feuer, getimte Fähigkeit, Forschung benötigt. Genau, dann machen wir dann... Und was ist jetzt die Selbstheilung? Braucht die? So. Ja. Die Selbstheilung ist, glaube ich, einfach immer da. Ist die passiv? Also lieber nochmal gucken. Systeme wiederherstellen, passive Fähigkeit, ja. Oh, das ist super gut. Gut, das ist hier gleich fertig. Dann können wir ja mal gucken, ob wir darüber feuern können. Wir können uns den ja auch mal ein bisschen näher angucken. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt neu. Ja, das ist schon eine kleine Kapisi, ne? Oh. So ein bisschen. So schick, schick, schick. So ein nices Ding, nicht so ein schöner Schwebi, aber was soll man machen? Ist halt nicht unsere Technologie. Ja. So. Der fährt hier hin, da machen wir mal indirekte Feuer. I like it. Ah, die bewegen sich halt viel hin und her. Toll. Hallo, jetzt. Ja, jetzt wird's langsam. Ja, jetzt fahren sie wieder voll rein. Ah, ich finde das nett. Die ersten paar sind schon zerstört. Er soll aber nicht zu weit fahren. Ja, ich würde Position halten, mal hier machen. Frage ist halt, wie oft kann er schießen? Nicht so oft, ne? Ich glaube, das war's. Wie, das war's? Zwei Schüsse? Also zwei Salven? Ja. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, das wäre sonst wahrscheinlich zu stark. Ja, wahrscheinlich schon. So. Oh nein, Railguns! So eine Selbstheilung für die Kapitel wäre auch ziemlich gut. Das wäre nice, ja, dass sie nicht nur immer andere... Ich meine, sie können sich ja offensichtlich... Sie haben ja eine gute Reparaturtrupp. Sie können andere reparieren, warum nicht sich selber? Einfach einen Reparaturtrupp direkt auf die Kapisi schneiden. Ja, es ist irgendwie... Kampfjägerreichweite wäre auch noch gut. Ja, das stimmt. Sensoren und Waffen, dann können sie früher angreifen, werden nicht so leicht abgeschossen. Was ist die Nachladefähigkeit? War das wieder da drunter? Das hier verringert die Nachladezeit bei indirekten Feuerfertigfähigkeiten. Also ist die Abklingzeit wahrscheinlich, oder? Genau, von 120 Sekunden auf 60. Vielleicht, wäre gut. Und ist was los? Die wird gerade angegriffen. Ach, das Ding hier. Das ist nicht so schlimm, dann locken wir sie jetzt mal. Wow. Booms. So, Rachel repariert den. Der Rest der Armee kann ja mal den beschützen. Das ist jetzt euer Chef. Das ist jetzt eure neue Kapisi. Gewöhnt euch dran. Ja, wie im wahren Leben. Nach Feuerfähigkeit wird ausgelöst, wer der Chef ist. Richtig. Wer den dicksten hat. Dickste Kanonenrohr. Und das ist auch kein Problem. Okay. Kommt niemals mit einem Messer zu einem Gunfight. Ja, auf jeden Fall. Die hatten eigentlich Messer dabei, die Typen hier. So. Wo will der denn jetzt hin? Achso, der wollte seinen Chef verteidigen und dafür muss er näher ran, weil er jetzt so eine große Reichweite hat. Hat er halt ein kleines Rohr. Das ist richtig. Das ist ein Problem. So, wir können ja den einfach nur, weil er im Weg steht, noch kaputt machen. Wir haben jetzt hier unten gerade keine Ressourcenabbau-Hansel. Die sind alle hier, würde ich mal sagen. Irgendwo. Ja, die sind den kürzeren Weg gegangen. Da. Fahrt mal da lang. Was haben wir denn noch zum Aufbauen, zum Upgraden? Graden. Ja, sonst gibt's nicht. Batterie, nichts, was sofort ins Auge stürzt, fällt. Base Runner geschützt. Nachladefähigkeit hätte ich jetzt vielleicht. Ja, Nachladefähigkeit ist immer gut. Was ist die Mörserbombenlast der Raketenbatterien? Vergrößert den Wirkbereich der Mörserfähigkeit. Ich weiß nicht mal, was die Mörserfähigkeit ist. Haben wir die schon mal benutzt, wahrscheinlich nicht. Das hier. Wir probieren's aus. Sag doch nicht Feier, wenn du es nicht machst. Das kostet aber auch nichts, ne? Ne, ist nur 15 Sekunden. Ist aber die Reichweite ist nicht so groß von denen, ne? Deswegen muss er so nah ranfahren. Ja, nee, schick den mal zurück. Ja, ich will noch sehen, ob er das noch. Jetzt macht das. Wahnsinn. Und? What? Ja, ist dafür, dass es nichts kostet? Also Nachladefähigkeit, ja komm. Kann man machen, oder? Genau. Kann man machen. Also wir werden eh alles upgraden. Irgendwann schon, aber es geht jetzt um die Reihenfolge, was sinnvoller ist. So, jetzt sind sie da. Genau, euch brauchen wir mal. Wir brauchen euch hier. Rachel kann ja auch mal schon mal runterfahren, falls hier irgendwas ist.
Was war das? Ich weiß nicht. Salvager has been engaged. Ach, hier unten. Dislike. Haben den Salvager verloren. Mach mal schnell mit denen noch Granaten. Warum hast du eigentlich so viele angewählt und es... Schießt immer nur einen, ja. Es ist egal, was man macht. So, ich baue wieder zwei neue. Salvager. Ja, es war ein Panzer. Oh mein Gott. Aber ein Panzer mehr. Was machen wir denn jetzt? Minenwerfer. Stimmt. Das habe ich ihnen aber auch schon befohlen. Die sollen ja auch da gar nicht hinfahren. Dann werden sie ja nur beschädigt. Das ist doch... Ihr seid aber auch blöde, ey. So, und noch einer mehr. Und dann haben wir Trey. Und yay! Kein Artefakt, aber gut. Dann brauchen wir Rachel auch nicht hier. Dann ordentlich was abbauen. Aber ich würde sagen... Ja, machen Päuschen, ne? Päuschen, Abbau, Pause. So ist das. Und nächstes Mal noch gucken, ob hier ein Artefakt drin ist. Und dann erobern wir den scheiß Flugplatz hier zurück. Genau. Beziehungsweise die da sind noch so viele Artefaktplätze. Wo? Na, oben, ach, da oben. Da und links. Ja, hier ist auch noch eins. Ja, wir gucken auf jeden Fall noch ein bisschen uns hier um. Aber das ist dann alles erst nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.